Hallo Bürgermeister Maser. In Schingen ist es jetzt 14.51 Uhr am Montag, den 7. September 2015. Dann sollen wir loslegen? Natürlich. Verstanden, ich werde sofort alles vorbereiten. Deine Stadt wird vorbereitet, berühre bitte nicht den Ausschalter. Ich glaube, das sage ich jedes Mal, ne? Ich glaube, ich sollte den Anfang vielleicht anders machen. Ich meine, ihr seht jedes Mal zum Anfang Melinda. Das ist nicht gut. Sie ist nicht der Hauptheld. Grinst nicht so scheiße. Ich und grinsen? Nie im Leben. Ich habe alles vorbereitet. Viel Spaß. Leute, wir haben es heute den 7.9. Und ihr wisst, was das heißt? Gewitter. Jo, super, Gewitter. Yeah. Darum geht's aber nicht. Oh, hallo Heinrich. Es geht um was ganz anderes. Da gehen wir jetzt gleich hin. Mann, der Regen könnte ruhig langsam mal wieder aufhören, wenn du mich fragst. Beneidenswert, wie du bei diesem Hundewetter herumspringst, als ob es dich gar nicht stört. Was gibt's denn? Ich muss vielleicht ein bisschen böser reden. Zum Glück ist heute ausnahmsweise alles ruhig in Schingen. Sonst haben wir ständig Rummel hier. Keine Ahnung, warum manche Leute dauernd irgendwelche Veranstaltungen brauchen. Ich sabotiere Turniere schon seit Jahren nach Leibeskräften. Und die Leute wollen trotzdem immer mehr. Thorsten sagt schon. Heinrich ist also schuld, dass unser Let's Play nicht gut läuft. Ja, ja. Nee, das wäre ja gemein. So. Wir gehen jetzt hier rein, denn hier wartet jemand. Hallo. Oh! Anna! Ich mach mich hier nicht, dass du hier bist. Oh, meine Mutter mit mir feiern. Oh, ist das schön. Das ist mein Kuchen. Mein Kuchen. Ich will Kuchen. Ich will Kuchen. Ich will Kuchen. Was macht Thorsten denn da? Kann ich Ballon nehmen? Nö. Sprechen wir erstmal an. Hallo, haben wir mir gerade einen Hink gemacht? Hatten auch was für mich? Warte mal kurz, bitteschön. Was haben wir denn hier so Schönes? Was haben wir hier? Ein Seismosaurus-Schwanz. Was haben wir noch hier? Ein Ventilator? Nee. Schaufel? Nee. Herrenwand, Varia-Jacke. Ich will ja am liebsten diesen Seismosaurus. Allein wegen, ich nehme ja Thorsten als Steinzeitmensch. Also für mich ist das so eine Art Steinzeitmensch. Und der freut sich bestimmt über so ein Dinosaurier-Geschenk, weil es ist ja ein Fossil von einem echten Dinosaurier. Guck's dir an. Juhu, danke. Ich meine, das möchte ich nicht hätten. Vielen Dank. Ich will auch tanzen. Ich kann nur das Haus drehen, okay. Ich will das Haus drehen. Ich meine tanzen. Ja, Hauding. Kommst gerade recht? Nämlich zur offiziellen Geburtstagsfestival von Thorsten. Was das heißen soll? Na, jetzt startet die Party, soll das heißen. Puh. Wie soll der tanzen nehmen? Heute dreht sich alles um mich. Das ist wie ein Feiertag, nur für mich allein. Ja. Dein Feiertag. Okay, ich glaube, ich kann nicht mehr mit ihm reden. Das ist traurig. Ich warte auf Kuchen. Thorsten, ich will Kuchen. Kuchen. Voll ist gewittert, ja, das ist voll traurig. Warum müsstest du Thorsten Geburtstag gewittern und warum komme ich hier nicht mehr raus? Ein Kaktus, cool. Hallo. Thorsten grinst von einem Wort zum anderen. Dann war die Party ja wohl ein voller Erfolg. Sie ist ja noch unterwegs. Thorsten, ich muss kurz ein paar Sachen erledigen. Dann komme ich wieder. Bis gleich. Danke, dass du heute da warst, Masa. Und danke für dein Geschenk. Bis dann. Und er freut sich bestimmt über den... Leck mich am Arschknochen. Ich habe den Namen vergessen. Wusstest du das? Da war jetzt irgendein... Ich hoffe, das war jetzt nichts Schlimmes irgendwie. Es klang so, als wenn... irgendwas aus meiner Dings rausgekommen wäre. Aus meiner USB.
Klinkerbox. Nicht gut, ich hoffe, das Spiel läuft noch flüssig weiter. Also ich sehe auf jeden Fall eine flüssige Aufnahme, aber es hat kurz geruckelt, ne? Glückwunsch! Heute hat Thorsten Geburtstag. Viel Glück und Gesundheit fürs Kommen näher. Wie alt er wohl wird? Ich würde gerne ein Alter wissen. Ja klar, warum noch nicht? Ich meine, das ist mein Thorsten, ja? So, ich werde heute auch nicht viel machen. Bin noch kurz im Supermarkt rein. Gucken, was wir hier so haben generell. Ach, 200 Glückskekse. Das ist doch cool. Gib her. Da ist sogar ein Froschstuhl. Cool. Was soll ich damit? So, in Gedenken an Jiraiya. Ja, Leute, denn TK und ich gucken gerade Naruto und es ist was ganz Trauriges passiert. So, nur hier. Und 2 Spielmünzen. Aber ich will euch nicht spoilern, deswegen guckt es selber. Wieso, was war denn da an der Seite? Was ist das? Ach, das ist eine Kerze. Ich dachte gerade, das ist ein Sack, ständig hängt ein Knochen drin. Gut, dann wollen wir mal ausknacken, auspacken, ausessen, aufessen und den Zettel lesen. Ganz viele Sachen mit einem Keks machen, das ist... Wow. Da ist ein Glückszettel drin. Da bin ich mal gespannt. Geh niemals ohne Schutzkleidung. Oh, nee. Das weiß ich. Das habe ich doch schon gehabt, oder? Ich glaube, ja. Da ist ein Glückszettel drin. Wer Steine zerbrechen will, muss über sich hinauswachsen. Das war ein Mushroom, soweit ich das weiß. Egal, ich sammle die Sachen gerne. Und dann verschenke ich die an die Leute, die mich besuchen kommen. Glückszettel abgeben. Ja. So. Einmal den. Das ist, glaube ich, der Mushroom, wenn ich richtig liege. Kann mich auch jetzt täuschen, aber ich glaube schon, ne? Mal sehen. Nummer 17. Glückwunsch. Der Preis für Nummer 17 ist ein Block. Oh. Ja, definitiv ein Mushroom. Ach, der Maser. Der hat Ahnung. So. Und das andere Teil. Ja, auf jeden Fall einen Block hatten wir auch schon, aber das macht ja auch nichts. So, oh, möchtest du etwas Bestimmtes? Ja. Und zwar möchte ich gerne noch den hier abgeben. Glückszettel Nummer 46. Wenn ich das Varia-Shirt esse, ne, dann kriege ich aber die Krise. Ein Varia. Ja, ich hab's schon irgendwie gedacht. Dämliche Samus-Jacke. Egal. Egal, egal, egal. Ist nicht so schlimm. Dein verfolgt mich nicht. Danke für deinen Besuch. Komm bald wieder. Ja, 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 ja. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. So. Nebenbei kurz erwähnt, ich werde jetzt gleich, nachdem ich aufgenommen habe, Moment, mir wurde gesagt, ich habe keine Bier dabei. Ich hole mir kurz mal was zu essen. Mir wurde gesagt, nee, erstmal zum einen, was ich gerade angefangen habe, bevor ich das vergesse. Ich werde gleich alle Früchte einsammeln, wenn ich offscreen bin, sobald ich den Part hier beendet habe. Ich sag das immer wieder, ich vergesse das immer wieder, ne, nach dem Part. Yeah, die Shingen-Flagge. Da hängt sie. So, hier, kriegst das Shingens Nahrungsmittel Nummer 1. Die Birne. Oh. Das war traurig. Egal. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe gerade, ich sehe jetzt gerade erst hier zum ersten Mal. Ich höre, ich sehe bei meinem Audio, spürt sich kein Klinker. Wo ist der Klinker hin? Also, ja, Klinker für mich ist, Klinker ist so ein kleiner roter Strich, der zeigt, wie laut ich gerade bin, aber der wird nicht angezeigt für eine kurze Zeit. Der eigentlich wird der angezeigt, aber diesmal irgendwie nicht. So, gehen wir mal zum Club, außerhalb der Zeit. Und dann ist es 15 Uhr. Hallo. Oh, wir haben noch geschlossen. Oder möchtest du etwas Bestimmtes? Ich habe Essen hier. Oh, wirklich? Du ahnst nicht, wie sehr es mich das freut. Was ist denn Schönes mitgebracht? Hier, Blumen. Kann ich mehr abgeben? Nö, nur eine Birne. Oh, was haben wir denn hier? Birne. Eine Birne. Hey, die sieht echt lecker aus. Nom, 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 nom. Lecker, lecker, lecker. Puh, ich fühle mich gleich viel besser. Na, dann sage ich doch gleich erstmal Danke. Und jetzt muss ich mich irgendwie revanchieren, oder? Oh, stimmt ja. Ich hätte versprochen, dir einen meiner alten Witze zu erzählen, oder? Es gibt wohl nicht viel, das ich für dich tun kann, aber das wäre wohl das Mindeste. Oh Gott, ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Also gut, ich muss mich noch ein wenig vorbereiten, aber freue dich schon mal auf eine tolle Vorstellung.
What? Danke, 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 vielen Dank. Nein, red nicht so schnell. Mein Enttäuschungswitz ist die richtige Medizin, wenn du unter Lachen leidest oder so. Weißt du, ein großer Schauspieler hat mir einen Tipp gegeben. Er hat mir gesagt... Und das kann ich jetzt wegdrücken. Warum konnte ich das andere gerade nicht wegdrücken? Egal. Samselt, du wirst es nie schaffen, wenn du auf der Bühne immer nur so nuschelst. Seit er mir das gesagt hat, brülle ich meine Gags nur so heraus. Allerdings werde ich das Gefühl nicht los, dass das Nuscheln nicht mein einziges Problem war. Ich verstehe den gerade nicht. Bin ich irgendwie geistig behindert dafür? Hä? Moment. Jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Warte. Die Leute haben nicht gelacht, weil er ich schäme mich gerade. Ich komme da gerade nicht drauf. Leute, wenn ihr den versteht, dann sagt es mir bitte. Ich verstehe nämlich gerade gar nicht. Mein Stil ist ziemlich einmalig. Ich mische kurze Geschichten mit einer Pointe, um eine Emotion zu erzeugen. Ich bin zwar etwas aus der Übung, aber meine Witze sind immer noch gut. Darfst du gerne nochmal benutzen. Ah ja, ich glaube, ich habe noch etwas für dich. Es wird dir sicher gefallen. Das hier ist ein privates Witzebuch. Daran solltest du alle Witze notieren, die ich dir erzähle. So kannst du sie über das komische Symbol da auf dem Touchscreen immer wieder verwenden. Ich kenne natürlich noch viel mehr Witze. Komm also öfter vorbei, um dir ein paar neue anzuhören. Was? Ah, wie cool! Oh! Okay. Das ist cool! Wie kann ich diese Emotionen machen, ne? Selbst er ist traurig. Wie cool. Okay, dann sollte ich wohl öfter sein gehen. Ja, ja. Das wusste ich bisher noch nicht. Das ist cool. Das gefällt mir. Auf jeden Fall. Letzte Sache heute, bevor wir zu Thorsten bis in die Nacht rein feiern. Ich hole mir noch ein bisschen Geld. Auszahlung. Ja, ja. Ich habe nur 50.000. Wir nehmen... 30. Ah, nehmen wir mal 33.333 mit. So. Dankeschön. So. Ach, der wird sich bald wieder auffüllen. Das weiß ich. Ich mal wieder regelmäßig die Stadt besuchen würde und alles einsammeln würde. Aber ich komme momentan einfach nicht dazu. Es ist ja auch ein bisschen Arbeit dahinter und so, ne? So, gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt den Part beenden, mache ich die Uhr fertig, dass die morgen auf jeden Fall steht. Und dann werde ich eventuell erst wieder in 2 Tagen aufnehmen, beziehungsweise 3 Tagen. Ich habe heute den Tag vorgezogen, weil Thorsten allein Geburtstag hat und, ja. Guten Tag, spenden Sie. Eine schöne Uhr für Schingen. Wir benötigen insgesamt 42.000 Stellen, bisher haben wir 4.000. Ja komm, die zahlen wir jetzt auch. Ich bin dabei. Hier einfach ganz viele Sechsen schreiben. Und damit ist die Uhr fertig. Danke, hallo, bis weiter Hilfe haben wir hiermit unsere Spendenziel von 42.000 ständig erreicht. Im Bälde wird dieses Projekt unsere Stadt verschönern. Bitte gedulden Sie sich noch ein Weilchen. Yeah, großartig. Es wurden genug Spenden für das Projekt gesammelt. Das war anstrengend. Ich bin nicht enttäuscht, nein. So, ich werde kurz nach Hause gehen. Das ist der Krokodilmann. Hallo? Hey, erklär mir mal, wo du die ganzen letzten Tage gesteckt hast. Gib's zu, du hattest die Nase voll von meinen alten Witzen, oder? Haha, keine Sorge, ich habe mir in der Zwischenzeit extra ein paar neue für dich ausgedacht. Jetzt blinkt der DS. Na toll. Jetzt wollen die Leute bestimmt mich wieder besuchen. Ich würde am liebsten kurz nachgucken, aber... im Endeffekt ist der Party jetzt eh zu Ende, also lohnt sich das gar nicht mehr. Oh, da fällt mir was ein. Eigentlich einmal kurz. Wo haben wir es? Was ist das hier? Ja. Bam. Ja. So. Die Symmetrie ist schön. Ich feiere das. Das ist cool.
Vielleicht auch ein Hinweis auf ein Projekt, was bald kommen wird. Ich weiß es nicht. So. Packen wir mal kurz die ganzen Shirts weg. Das ist gerade wichtig. Dann haben wir keine. So. Nö. Haben wir noch einen Teppich? Blumen haben wir keine. Dass man die auch nicht stacken kann, ne? Das ist seltsam. So, wir packen die mal kurz hier hin. Bei C haben wir noch zwei Bieren. Die werden wir demnächst mal mitbringen. Zum Verkaufen. Oh Gott. Nein, es wird immer voller. Das ist nicht gut, Leute. Das ist echt nicht gut. So, auf jeden Fall haben wir erstmal das Inventar soweit leer. Ich würde sagen, auf zu Thorsten und dann beenden wir den Part, Leute. Denn, ja, ich will trainieren noch. Ich habe heute noch gar nicht trainiert. Ich komme jetzt vor einer Stunde von der Arbeit und, ja. Training muss sein, Leute. Training muss sein. Definitiv. So. Ich laufe einfach an Thorsten vorbei. Natürlich. Thorsten, ich komm rein. Ach, ich hätte am liebsten jemanden jeden Tag Geburtstag. Hoppla. Aber dann wäre ich ja ruckzuck alt. Puh. Die Geburtstagsparty ohne Blumenregen ist doch nichts. Puh. Heute dreht sich alles um mich. Ja. Puh, wann gibt's Kuchen? Leute, ich sitze hier und warte, dass es Kuchen gibt, aber ich will auf den anderen Platz gehen. Weil ich das nicht mitkriege, dass es Kuchen gibt. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Werde jetzt noch ein bisschen feiern. Woo! Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschalten. Und Masala Vista, Baby.